zwei, drei... 50 Mäuse, tu's oder lass es. Ich gebe dir 25 und du liegst oben. Zieh Leine, Kleiner. Verpiss dich. Also, Männer, der Spaß kann losgehen. Hey, na Süße, wie wär's denn? Ja, Beine bis zum Hey, auf dem Arsch möchte ich auch mal kommen. Das ist schon so eng wie dein Schritt, hä? Langbein, für wie viel spreizst du deine Stelzen? Mach es dir selbst, du Arschloch! Bastarde. Jetzt fährt er nach Hause, holt sich einen runter und für 50 Dollar hätte mich das Arschloch haben können. Das war mehr als ein Arschloch, das war mein Ex. Ich hasse diese Scheißnächte. Wer sagt, dass es leicht ist, die Kohle im Liegen zu verdienen, hat noch nie in solchen Schuhen gestanden. Das kannst du laut sagen. Siehst du? Da kommt mein verzauberter Prinz und bringt mir die Glasschuhe. Wir sehen uns noch. Sei vorsichtig. Keine Sorge. Bei mir wird immer im Voraus bezahlt. Lass den Blödsinn. Steig ein. Fahr hier rechts rein. Du kriegst das Zeug, sobald du dafür bezahlt hast. Ihr Nutten müsst ja wie die Wilden treiben bei all dem guten Stoff. Was zum Teufel wollt ihr mit den 3 Kilo anfangen? Wir brauchen sie für unsere Partys. Da könnt ihr lockerer ficken, was? Ganz ruhig, Baby. Du kannst es dir verdienen. Der Deal ist zu Ende. Hey, ich sag dir, der Deal ist zu Ende. Also ein Scheißbulle. Das war dein Todesurteil, Miststück. Die weglaufen. Officer verfolgt zu Fuß einen Flüchtigen. Brauchen Unterstützung. Kümmere dich um die anderen. Drei Kilo, genau wie sie gesagt hat. Ich ergebe mich. Ich gestehe alles, was du willst, Süße. Was habe ich getan? Du wolltest es dem Falschen besorgen, Nutte. Thank you.
Anscheinend wolltest du es mit der falschen Lady treiben, Bastard. Ich hasse es, wenn man mich Miststück nennt. Ich hab dir den Rücken freigehalten, Süße. Sonst macht es ja keiner. So, ich bin zu Hause. Ich brauche nur die Plane für das Dach und den Wagen gleich dir so lange. Hier. Oh nein, das möchte ich nicht. Für den Wagen. Ach so, für den Wagen. Ja dann. Weißt du was, meine Süße? Du bist klasse. Sieh mal, Bartolomeo, so viel Milchgeld. Wo seid ihr geblieben? Was zum Teufel war mit euch Scheißkerlen los? Du bist verhaftet, Arschloch.